Hallihallo und herzlich willkommen zur 6. Folge von Super Mario Bros. 3. Mein Name ist Sig26, mit dabei ist natürlich mein Erzrivale DJ Carl. Hallihallo. Hallihallo und Waschbär Mario hat einige waghalsige Auftritte vor sich. Flugstunden würden hier gut tun. Ich hoffe, die haben wir alle gemacht. Ja, die haben wir alle gemacht und vor allem Aufgabe Nummer 1, du hast es ja schon gesagt, Waschbär Mario muss beschützt werden, ne? Genau. Du weißt, wer den Tanuki-Anzug anhat. Ja. Kannst mir ja abgeben. Nee, das ist meiner. Bei diesem Level habe ich damals als Kind so verzweifelt, wenn ich ehrlich bin. Wenn man auch nicht weiß, was man hier tun muss, ne? Im Prinzip ist dieses Level ja ein ewiger Kreislauf. Ah, das ist mit dem Wasseroberflächen, wo du nach unten gehen kannst, wieder zurückschwimmen kannst und wie. Ah, ja. Nee, ein bisschen anders tatsächlich. Ist ein bisschen anders. Ich habe es nicht mehr ganz so Timing abpassen, dass ich hier. Ich weiß nicht, ob du da durchkommst. Da kommt man durch, ich muss nur den richtigen Moment abwarten, dass er... Die sind auch unheimlich schnell irgendwie. Ja. Und hungrig. Ja, nein! Das ist ein Pilz. Aber kein Verlustgeschäft. Es wäre glatt gewesen, wenn es geklappt hätte. Du hast es versucht, mehr konntest du nicht machen. Nee. Ich hab's Carsten vorhin schon gesagt, ich hoffe, die Fail-Parade von letzter Aufnahmesession geht nicht weiter. Ja, für euch ist es natürlich eine wunderbare Unterhaltung, ne? Aber. Oh ne, der Stern. Das ist nicht wahr. Okay. Ah, gut. Alles kaputt. Ja. Das war ein kurzes Level. Ach so. Ne, weißt du was? Das Level machen wir nochmal. Okay, dann aber versprich mir, dass du gleich am Anfang des Levels hochfliegst. Okay. Also links, nach links oben? Ja, so halt da oben irgendwo ist auf jeden Fall was. Aber ich konnte es jetzt nicht machen, weil ich das Blatt nicht gekriegt habe. Verlier es nur jetzt bitte nicht. Wo ist genügend Anlauf? Das war knapp. Am besten nicht da. Eieiei. Eigentlich ist es unten links am besten, aber... Vielleicht schaffst du es ja irgendwie mit dem Stern, dann kannst du die ja kaputt wegräumen. Machen. Ja, die kannst du wegwedeln. Ja, klappt. Hier kann ich wahrscheinlich kein Gas geben auf dieser Schraube. Aber wie ruhig und behutsam er vorgeht. Ja, sicher. Ja, hier ist der Stern, ne? Genau. Oh nein! Und... wie knapp. So, jetzt schnell nach links. Aber ich glaube, es wird nicht reichen. Oder nee, Quatsch. Du könntest da auch Anlauf nehmen. Aber dann wird der Flug nicht reichen. Irgendwann ist die Power auch weg. Scheiße. Ist hier so wenig? Wir versuchen mal irgendwie da links genug Anlauf zu nehmen. Also sprich, so. Ohne gegen diesen Kettenhund natürlich zu rennen. Das könnte reichen sogar. Nein, Fist. Oh, ja. Yeah. Nein. Eis. Tanuki. Okay, ist egal. Ich hab. Ja, aber du hast ein tolles Kostüm verbraten. Ja, schade. Komm schon. Oh, das war meine Hand. Ja. Ja. Jetzt. Ach, nein, ich hätte es gereicht. Schade. Komm schon. Das ist schon ein bisschen lästig mit diesem Kettenhund da. Ja, es reicht. Schade. Das ist mein Tanuki, nur weil ich fliegen wollte, ne? Ja, der Tanuki hatte andere Pläne. Ja, gut. Hier ist eh nichts mehr drin. Ich brauche einen Pilz, ne? Oh. Okay. Ja. Perfekt. Und er kriegt den. Ja, im Prinzip wäre da oben so eine Art geheimer Raum gewesen, wo wir auch eine geheime Truhe gefunden hätten, aber ich weiß jetzt nicht, was drin war. Ich glaube, eine Musikbox oder sowas. Ach nö. Ich habe hätten, ja noch wir, hätten wir theoretisch zeigen können, wenn wir was hingekriegt hätten, aber ja. Du weißt, wie viele Geheimnisse wir mittlerweile gezeigt haben, ne? Ich glaube, die Zahl neigt sich so gegen null. Ja, und wie viele wir verbockt haben. Ich sag nur diese zwei Level mit den bestimmten Anzahl an Münzen. Oh, halt, warte. Das ist. Machen wir ganz schnell das Level. Ich habe keinen Bock auf den unteren Weg. Das ist der Wasserweg, ne? Ja. Deswegen kürzen wir jetzt einfach mal ab. Und gehen nicht dabei tot. Ich dachte schon, du möchtest einen Shelljump an der Röhre machen, ne? Zum dort hochkommen. Nein. So lebensmüde bin ich nicht. Also nicht, wenn ich kleiner Luigi bin. Gibt es hier eigentlich irgendwelche Abkürzungen, die man mit Shelljumps machen könnte?
Überlege gerade, kommt man aus dieser Röhre hier, oder? Ich glaube, es könnte sein. Man kann zumindest rein. Nein. Ah, okay. Das ist Geheimnis. Oh, okay, ich wollte schon sagen. So, jetzt bekommst du den Tanuki-Anzug. Nee, Leben. Ja, auch gut. Können wir gebrauchen. 3 Leben. Ja, trotzdem werden wir die 99 Leben nicht mehr zusammenkriegen. Nee, brauchen wir auch nicht. Der Traum ist aus. Das wäre auch zu viel. Da hätten wir keine... Da hätten wir... Das wäre viel zu einfach. Wir wären viel zu unvorsichtig dann. Ach, und wenn schon. Man kann dann wenigstens damit ein bisschen flexen. Ja, gut, okay. Aber es gibt ja in jedem Mario... In jedem Mario-Spiel irgendwie den 100-Leben-Trick und so. Neo. Na, auch in den aktuellsten. Das finde ich schon genial. So, du darfst Memory machen, wenn du Bock hast. Och, nee, Memory, du weißt doch, wie schlecht ich bin. Ja, du kennst wenigstens die Muster. Ja, ein bisschen. Kennen ist jetzt auch übertrieben. Also, wir hatten hier hatten wir Münzen und hier hatten wir Münzen. Genau. Das ist der Stern. Diese hatten wir noch nicht. Das sind 20 Münzen, die sind oben. Genau. Das ist da. Blume. Nein, da ist keine Blume. Da ist Münzen. Aber frag mich jetzt nicht, wo die zweite Blume ist. Das war das Stern. Nee, da ist ein Stern. Gut, dann wissen wir das auch schon mal. Du hast, glaube ich, sowieso keine Items mehr, oder? Nee, bei mir sind sie alle aufgebraucht. Ich habe immer noch Angst, die Flöten zu benutzen. Ich sollte sie am besten in Welt 8 benutzen, ne? Ja, dann kann man sie verbraten. Kommst du nicht wieder auf zu Welt 1? Nee, das geht nicht. Ist hier was drin für mich? Nein, leider nicht. Bist du sicher? Also, glaube ich zumindest nicht. Manchmal ja, aber... Nee, in dem Fall nicht. Ah. Hey, kriegst noch einen Stern. Perfekt. Kannst du noch einen Hammerbruder gleich wegbraten? Das sind sie schon mal aus dem Weg. Jo. So, was kriegen wir denn Tolles? 1, 2 oder 3? Letzte Chance vorbei. Ob ich wirklich richtig stehe, sehe ich, wenn die Truhe aufgeht. Tanuki-Anzug! Ja. Perfekt. Das ist die perfekte Truhe gewesen. Weißt du was? Ich will mich auch um den Hammerbruder kümmern, obwohl ich komme nicht dran. Nee, der ist nach 3. Nee, das musst du machen. Entweder das Schlösschen, das Minischlösschen oder der Minischloss. Hammer. Minischloss. Worauf habe ich eher Bock? Die auf Pyramide das rechts. Level. Ach, war es nicht mit diesem Gumba-Schuh? Das Level, ja doch. Level von rechts nach links, auch schön. Mhm. Geht aber nur bis zu einem gewissen Teil, bis ich die nächste Scheiße erreicht habe. Wie hast du eigentlich hast du die 35 Jahre Ankündigung gesehen von Capcom? Jo. War traurig, ne? Ja, bisschen, aber ich meine. Die wissen schon, wie sie die Leute dran kriegen. Die bringen die wievielte Collection jetzt innerhalb der letzten Jahre raus? Keine Ahnung, es sind aber viel zu viele. Mein Vater hat mir sogar den Link geschickt, ne? Okay. Kommt da was Großes von Street Fighter? Street Fighter 6? Ich dachte mir schon so, naja, das wäre eigentlich ganz cool. Ja, das wäre was gewesen, aber nein, stattdessen kommt eine Collection mit allen möglichen Kampfspielen, beziehungsweise großer Fokus auf die Darkstalkers-Reihe und ein Street Fighter-Ableger mit drauf. Wow. Aber oh, scheiße. Alle online. Was sehr cool ist, was auch nicht selbstverständlich ist von vielen Entwicklern. Das stimmt. Wobei mittlerweile, man muss ja ehrlich sein, auch Nintendo macht da einen guten Schritt nach vorne, ne, was Online-Kompatibilität angeht. Bei vielen Spielen langsam. Ja, wenn es dann halt auch wirklich entsprechend funktioniert. Ne? Ja, wie stabil die Internetverbindung ist und so, das ist wieder eine eigene Sache. Mhm. Ah. Ah, nee, das würde ich nicht. Ich glaube, das ist nicht wert. Nee. Aber ich meine, zum Beispiel solche Spiele können wir jetzt auch... Oh, ja, schade. Scheiße. Solche Spiele können wir ja auch immerhin zusammenspielen und was auch nicht selbstverständlich ist in Originalqualität. Ja. Ich nehme immer das Schloss. Das Minischloss. Ich finde nur, dass mit dem N64 hätten sie von vornherein irgendwie schon besser machen können.
hätte zumindest für den Frust so mancher Leute vielleicht vermeiden können. Ich sag nur Paper Mario. Speicherdatenverlust. Ah ja, wirklich? Man kann tatsächlich Speicherdaten verlieren, wenn Nintendo 64, also die App, sich selbst aufhängt. Ah, das hört sich Also wenn gut eine an. Fehlermeldung kommt, sind die Speicherdaten, die du da hast, außer die Save-Sets, die funktionieren noch, aber Speicherdaten selbst sind dann futsch. Ah, wirklich? Ich wollte vielleicht, falls ich weiß schon, warum ich die 20 Euro noch nicht mehr ausgeben wollte. Ich wollte vielleicht Paper Mario dann mal spielen. Und spiel's lieber auf den N64. Ja, super. Oder warte, bis hundertprozentig feststeht, dass dieser Fehler halt nicht mehr auftaucht. Oder leg halt die ganze Zeit Save States fest, weil dann kannst du es durchspielen. Ja, also diese Spielstände, die wir ja eigentlich auch die ganze Zeit machen. Ja gut, das hätte ich wahrscheinlich sowieso. Also dass man eigentlich die Speicherblöcke durch dieses normale Speichern ersetzt sozusagen. Jo. Ja, könnte man machen, ne? Aber ist gut, dass du was sagst, weil das hätte mich sonst nur genervt wahrscheinlich. Du hast das nicht mitbekommen, okay. Nee. Sowas kriege ich. Ich schaue nur noch, welche Spiele im Moment aktuell rauskommen, ne? Ja. Und meine Vorbestellerliste. Das doppelte Lächeln. Auch hübsch. Nur das untere passt irgendwie nicht so ganz. Ja, ein bisschen. Okay, dann kümmere ich mich jetzt um den Hammer, Bruder. Danach mache ich noch Welt 3, oder? Dann machen wir alles komplett. Oh, du kriegst wenigstens einen Powerflügel. Ja, nette Sache. Kann man für die späteren Level noch gebrauchen in dieser Welt. Ja, definitiv. Level 3. Weil uns wurde ja schon vorgewarnt, wir sollten Flugstunden nehmen. Ja, ich hoffe, du hast genug Pilot Wings gespielt. Resort habe ich gespielt, ja. Okay. Die anderen Teile gar nicht? Wo, was habe ich jetzt gemacht? Gefangen in der Luft. Doch. Der ist weg. Muss ich den mit dem Schweif abschlagen, dass er rausfliegt? Ja, eigentlich nicht. Eigentlich reicht draufspringen. Deswegen habe ich mich gerade gewundert, dass er weggegangen ist. Mario ist zu schwer. Achso, nee, mit den Blöcken musst du den. Ah. Oder? Hä? Okay, jetzt ist er weg. Egal. Wer braucht schon Schuh? Genau. Ja, aber sowas kriege ich nicht mit. Wo würde sowas stehen? Wo könnte ich sowas nachlesen? Also eigentlich kriegt man das auch gut auf YouTube mit, deswegen. Ach so. Ja. Nee, habe ich nicht. Also, ich glaube, der beste Kanal, der dafür geeignet ist, ist Game Explain. Da kriegst du alles mit. Ah, Game Explain. Ja, gut, okay, den habe ich nicht abonniert. Ich habe ihn zwar auch nicht abonniert, aber ich krieg voll auf die Videos von denen, deswegen. Die werden die Videos zu oft vorgeschlagen, weil du viele Videos von denen schaust. Ja. Aber manche Sachen sind auch interessant. Also wie beispielsweise die Sachen mit diesem Speicherdatenverlust. Das ist schon irgendwo ein bisschen schade. Ja. Also ich finde, der Preis ist auch überhaupt nicht gerechtfertigt, aber okay. Nee. Die Amis zahlen ja noch 10 Euro mehr als wir, also. Nochmal beziehungsweise 10, also die zahlen $50 für. Wie viel? $50? $50 zahlen die, ja. Ja, günstig. Bei uns ist es noch teurer. Wie viel müsst ihr denn zahlen? Ich habe 60 Franken oder 70. Okay. Ach du Heilige. Ich schau nachher mal nach. Mir ist es viel zu viel. Wir zahlen irgendwie die normale Mitgliedschaft kostet 30. Und ich glaube, die Plus-Mitgliedschaft, so hieß sie ja, glaube ich. Eigentlich Erweiterungspaket. Heißt du Erweiterungspaket? Ich glaube, die kostet 70. Ich schaue nachher mal nach. Ihr erfahrt es im nächsten Video. Ja, ich habe halt nur die normale Mitgliedschaft. Ja, ich auch. Reicht also die vollkommen. Reicht eigentlich auch vollkommen. Und da finde ich halt ein bisschen schade, dass die momentan das NES und Super Nintendo komplett vernachlässigen. Gut, das letzte, was jetzt kam, war Earthbound und Earthbound Beginnings. Aber sonst war es seitdem still. Ja. Seit Sommer letztes Jahr. Wahrscheinlich brauchten sie noch einen Kracher für halt eben Leute, die die normale Mitgliedschaft haben, ne? Die können genug Kracher raushauen. Wo bleibt beispielsweise Super Mario RPG? Wo bleibt Secret of Mana? Wo bleibt Mega Man X? Na gut, das müsste jetzt nicht unbedingt, da gibt es ja Capcom Collection, aber... Wolltest du das Mega Man X sagen? Spiele, die möglich waren, die auf der Wii schon waren. Ja. Da frage ich mich, wo das Problem liegt. Gerade Nintendo könnte,
Naja gut, die haben schon fast ihre wichtigsten Titel rausgebracht, aber trotzdem. Oh, war! Ein Warum ist hier ein Münzschiff? Weil wir es so gut gespielt haben wahrscheinlich. Ich habe keinen Schlüssel. Das hatte ich noch nie in dieser Welt. Aber okay. Vielleicht auch mal wieder ein Bug. Wir kennen ja die Version hier. Ich glaube kaum, dass das ein Bug ist. Na, wahrscheinlich nicht. Oh Gott, dieses Level. Ja, Nintendo macht sich manchmal etwas besonders schwer. Ich finde es auch jetzt lustig. Jetzt kommt auch Banjo-Kazooie wieder auf die Nintendo 64 sozusagen zurück. Ne? Ja. Was aber ja auch nur möglich ist, weil Microsoft da ja wahrscheinlich auch zugestimmt hat, weil hätten die gesagt, nö, ja, gut, hätte es das nicht gegeben. Aber ich glaube, dann hätten sie schon bei Smash Nein gesagt. Ja. Das aber auch das fand ich auch richtig klasse, Banjo-Kazooie als Kämpfer. Ja. Hast du den Kämpfer-DLC? Ich habe mir bisher ehrlich gesagt noch keinen Kämpfer-DLC gegönnt. Ja, ich auch nicht. Ich habe nur die Amiibos, das reicht mir. Ich habe nicht mal die Amiibos, ne? Ich habe die Story durchgespielt. Und dann war es das. Oh nein, ich muss jetzt auch hochkommen. Jupp. Ah, oh, das war das. So schwer ist das Level ja nicht. Nee, das Level ist nicht schwer, aber es ist... Vor allem, wir müssen ja auch wieder nach unten. Wenn es dumm läuft. Ja, wenn es dumm läuft. Wenn es dumm läuft. Wir haben ja noch genug Leben, also... So schnell gehen wir nicht nach unten. Und im Notfall haben wir ja noch die P-Flügel. Ja, trotzdem musst du die ganze Pyramide wieder nach unten laufen, auch wenn das Level... Ja, ja. Ah. Aber trotzdem, wir haben genug Leben, Igel. Wut, wir haben Wut. Genug Leben. Oh, ja, super. Siehst du, das passiert. Ich hätte... Nicht die... Jetzt habe ich meinen Flügel verloren. Ich hätte das nicht so laut sagen sollen, glaube ich. Ist kein Problem. Ich verzeihe dir. Na komm, du bist gleich am Ziel. Dann bist du auch schon mal oben. Ach, noch eine Ebene. Ah, hier. Okay. Ja. Ein ziemlich großer Turm. Der Turm von Babel. Ja, sonst wahrscheinlich. Oder der schiefe Turm von... Von Mario. Warte. Wie heißt die Welt genau? Stimmt, die Welt hat ja einen Namen, ne? Ach. Hier in der Anleitung heißt sie ganz einfach Land des Himmels. Also, das ist der Himmelsturm. Wer wartet bei Dragon Ball oben auf der Ranke? Bei Dragon Ball wartet doch jemand, wo Son Goku die Ranke hochklettert. Du meinst den Turm? Ja, der da oben wartet Meister Quitte. Meister Quitte, genau. War gerade mal überlegen, so Ranke? Hä? Ja, es ist. Meint ihr jetzt das, was ich denke, oder? Ich hätte gemeint, das war eine Ranke, aber. Nein, das war wirklich ein Turm, also ein. Huch! Riesigen Mast, den er hochgeklettert ist. Ach du dumme Pflanze. Ach ja, super. Lächel die zweite. Aber genau im gleichen Pixel, ne? Na, guck mal, das Schatzschiff ist jetzt gleich beim Endlevel schon gelandet. Wahrscheinlich verschwindet es dann. Nee, eigentlich nicht. Also es wäre mir neu, wenn es verschwindet. Auch dieses Level war es. Hier war es ja auch neu, dass es überhaupt da ist. Ich glaube, hier gibt es noch einen Anzug. Wenn ich das richtig im Kopf habe, bei so einem Tanuki-Anzug. Auch so aber nicht. Ja, jetzt kannst du ihn gut holen. Wahrscheinlich ist es eine der Röhren hier. Moment, hier war doch... Nee? Gott, ich muss selber erstmal gucken, wo es nochmal war. Aber ich weiß auf jeden Fall, sowas in der Art gab es hier. Nein? Ja, vielleicht. Gut, hier kann man rein. Ja, hier ist es. Ah, dann war es hier. Hier ist es, Tanuki. Da ist er. Erstes Mal ein Tanuki. Meine mich nicht. Ich kenne dieses Spiel fast wie meine eigene Westentasche, yay. Ja, auf jeden Fall. Du kennst es definitiv besser als ich. Da, ich hab's nicht, auch nimm's, oft genug nicht schon. Nimm's nicht. Ich hab's. Nein! Nein! Was? Oh. Das Blatt irritiert. Achtung! Okay, das war dumm. Ein bisschen zu flexen, auch egal. Der Stein auf der Donutplatte ist einfach zu schwer. Oh, oh, das ist auch das nicht. Da hast du es auch nicht getroffen, ne? Im Notfall habe ich ja noch den Tanuki-Anzug im Inventar. Stimmt, du hast noch einen im Inventar. Dann kannst du ja jetzt dieses Pilzhäuschen machen. Nehme ich also die Musikbox würde jetzt gar nichts mehr bringen. Nee. Ich nehme die. Meine Feuerblume. Feuerblume. Kann man auch nicht meckern.
Besser als ein Pilz. Nee, ich will's auch. Ich nehme noch ein paar Leben mit. Wenn du es schaffst. Klar doch. Eins, nein, nach dem aus dem Bild, ja. Ich muss gerade noch mal überlegen. Ich habe verkackt. Oh. Und jetzt noch den. Na, schade. Ja, hat den nur Stück die vom Stern, gepasst. Das hätte bestimmt ein cooles Bild abgegeben. Ich nehme die Welt 6. Och, nee. Oh, Scrolling Level. Viel Spaß. Dankeschön. Was ist mit diesen Käfern? Das mag ich auch nicht besonders. Ja, vor allem, ich glaube nicht, dass wir so präzise springen können. Ja. Nein. Ja, super. Ich küsse ihn in der Luft. Oh. Es kommt zu dir. Das Stadtschiff kommt näher. Der Reichtum kommt zu dir. Aber ich komme noch nicht dran. Und was könnte ich denn noch nehmen? Ich habe nur P-Flügel oder Tanuki-Anzug. Du hast sehr mächtige Items, ne? Du könntest 6 machen und fliegen. Durchfliegen. Mit dem Powerflügel. Aber ich könnte auch 7 machen und erstmal gucken, was mich da erwartet. Kannst du auch. Okay. Das war. Ja. Das Level ist eigentlich entspannter, wollte ich sagen. Aber nicht, wenn ich so scheiße auf diesen Koopa springe. Hier kriege ich gleich irgendwo noch einen Pilz. Nee. Nein? Warum? Na, dann ist er da unten. Der ist da unten. Ja, der Block ist ja sehr, sehr verdächtig. Okay. Scheiße. Hast ihn direkt wieder bekommen. Ich wollte das Leben. Oh, ich darf das Bonusschiff machen. Oh, ja, dann viel Spaß. Lohnt sich ein Powerflügel? Nein. Brauchst du nichts. Du musst einfach nur Münzen sammeln. Ah. Ich habe in Super Mario Maker 2 sogar exakt das Level mal nachgebaut. Ah ja? Jo. So, jetzt gehen wir zurück. Lauf, okay, die da unten kriegst du glaube ich nicht mehr. Doch, Dann du gehst jetzt nochmal nach unten. Let's go. Perfekt. Sind auf jeden Fall schon einige Münzen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon ein Leben bekommen. Ich frage mich trotzdem, wie wir das geschafft haben, den zu kriegen. Ja, wir haben es verdient. Wir sind besonders gut, Carsten. Aber ich werde nachher mal in den Spieleberater nachgucken, was da für gesorgt hat in der Welt. Ich krieg noch ein Item, oder? Oh, und was? Du darfst doch Boomerang-Brüder bekämpfen. Nein! Nein! Ist das Schiff jetzt weg? Das Schiff ist jetzt aber weg. So, ja, ist der normale Hammerbruder. Achso, der Hammerbruder wurde verwandelt. Ah. Ja, stimmt. Irgendwie muss ja das Schatzschiff entstehen. Aber ist jetzt natürlich blöd, jetzt kriegen wir da nur noch ein Item. Naja. Gibt Schlimmeres. Ich würde auch sagen. Diesmal aber nicht. Ah, das Spiel ist so gut. Ein endloser Klassiker. Oh ja. Wie Super Mario 64. No. Sollte ich unbedingt mal wieder spielen. Unbedingt, aber ich habe schon was vor. So, auch einer, der versuchen will, sich an diesem Spiel zu speedrun. Das hatte ich schon lange, lange mal im Kopf. Okay. Aber ich weiß nicht. Ich probiere die Glitches lieber so aus, ehrlich gesagt. Und sie funktionieren. No. Aber ich habe mir schon mal überlegt, ob ich die Zeit zu unter 20 Minuten anpeilen soll mit 16 Sternen. Da musst du aber eine Weile dann für üben. Ja, das auf jeden Fall. Aber das wäre vielleicht irgendwann mal was für die Zukunft. Also ich hätte ja für Speedruns nicht so wirklich die Geduld und. Ja, das ist ja auch ein Spiel, welches ich abgrundtief vergöttere, ne? Von daher. Oh. Die Vorzeichen dafür sind ja super eigentlich. Ja. Ich glaube, ich würde es nicht. Da braucht man halt viel Geduld, muss halt dranbleiben. Na, bleib hier! Und so, ne? Ja, definitiv. Aber ich, wie gesagt, ich würde es jetzt nicht bei einem Spiel machen, das ich nicht so gut kenne, ne? Warum komme ich in diese Röhre nicht rein? Das frage ich mich auch gerade. Bin ich nicht hoch genug? Nee, du kommst hier dran. Schon. Hä? Jetzt. Ah, jetzt nimmt das an. Hast du mit dem 3D-Stick gespielt? Nee, mit dem Steuerkreuz, aber irgendwie hat das nicht gemacht.
Boah. Okay, das ist gerade zu viel Input. Tschüss, Lucky, du. Ich habe keine Zeit mehr für dich. Na, wie ein Stern. Ja, du magst die bunte Mischung. Ach, Mensch. Ach, na, jetzt hast du den Hammer. Ja, gut, okay. Revenge for Sushi. Du kannst noch einschläfern, also. Nee, Revenge for Sushi. Du musst ihn ja nicht machen. Na, du willst ihn grillen. Aber jetzt ist es normale Hammerbrüder, ne? Ja. So, ich warte immer noch auf das Blättchen. Das es hier auch wieder nicht gibt. Schade. Musikbox. So, Hammerbrüder erledigt. Dann ruhig mal das Pilzhaus hier. Ja, nimm es nur. Ich werde nachher wahrscheinlich sowieso den Powerflügel benutzen für das eine Level dort. Immerhin, hey. Pilz. Sei zufrieden mit dem Pilz. Bis gehst du wenigstens groß ins Leben. Level, nicht mehr. Groß ins Leben, okay. Weiß ich Bescheid. Ja, das gibt ein kleiner Versprechen. Ich habe viel gearbeitet, okay? Okay. Aber der war gut. Man kommt also groß ins Leben auf Man die Welt. Man kommt groß ins Leben. Wisst ihr Bescheid, Leute? Auf jeden Fall. Weisheiten mit Igel und Carsten. Genau. Oh oh. So. Nein, was? Der Rand ist zwei Blöcke davor. Du kannst zwar ganz an den rechten Rand laufen, aber links ist... Okay. Hat sich erledigt. Du kommst immer durch die engsten Stellen, ne? Ja. Na, ich probiere es auch noch einmal so, komm. Oh. Aber ich darf sie nicht kaputt machen. Gehen die überhaupt kaputt? Na, nicht so. Also... Ich glaube, die gehen, wenn, höchstens mit einem Hammer kaputt. Falls überhaupt. Kein Problem. Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt? So. Jetzt fall du aber nicht auch in die Lücke. Nee. Da! Gut. Ui. Ich bin so fast runtergerutscht. Ich hab so ein Kommen sehen, ne? Oh, diese Flieger. Wo bin ich? Da. Der fliegende Kettenhund. Diese Viecher sind da reinster Albtraum in den späteren Level. Ah, starte. Oh, gibt nichts für dich. Nee, hätte ja sein können. Och, ne, Sternchen. So, perfekt. Hm. Gut, immerhin kriegst du die Sterne. Ja, ich brauch auch wieder Leben, ne? Ich bin unter 20. Ja. Aber bevor du weitermachst, würde ich sagen, wir beenden den Part. Okay. Wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Die Zeit rennt. Wir bedanken uns fürs Zusehen. DJK und Eagle26 verabschieden sich. Ciao, Summer. Auf Wiedersehen.